Herzlich willkommen und schön, dass Sie und ihr euch die Zeit nehmt, mit uns über KI-Bildung zu sprechen. Der Vortrag heute geht zum Thema KI-Bildung auf dem Weg zu einer KI-kompetenten Gesellschaft. Und der Vortrag ist gestaltet vom KI-Campus Forschungskolleg. Was das genau ist, davon erfahren Sie gleich mehr. Worum soll es heute gehen? Zum einen stellt der KI Campus sich nochmal kurz vor und das Forschungskolleg, einfach, dass Sie das nochmal kontextualisieren können. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, ja, was ist eigentlich eine KI-kompetente Gesellschaft? Was gehört da dazu? Und wie können wir vielleicht auch Messinstrumente entwickeln, die hier passend sind? Wenn wir wissen, wo wir hinwollen, müssen wir natürlich auch überlegen, ja, wie gestalten wir die Reise dorthin? Und widmen uns dann noch der Frage, wie wollen wir eigentlich eine KI-kompetente Gesellschaft fördern? Welche Ideen haben wir dazu und welche Forschungsansätze begleiten uns hier? Zu guter Letzt dann die Frage, naja, was machen wir jetzt mit unseren Erkenntnissen und welchen Beitrag können Sie oder ihr auch in dem Kontext leisten? Und wir gestalten das zu viert. Das wird mit den Übergängen bestimmt lustig. Wir sind aus vier Standorten zugeschaltet, aber das zeigt die Interdisziplinarität und deutschlandweit verteilte University Future Festival. Und in dem Sinne gebe ich an Raphael. Vielen Dank. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Raphael vom KI Campus und ich darf ein bisschen was erzählen zum KI Campus selbst und dann natürlich zum Forschungskolleg, wo wir Vertreterinnen und Vertreter heute hier als Speaker haben, was mich sehr freut. Und ich steige direkt ein mit der Frage, was ist eigentlich überhaupt der KI Campus? Einige von euch und von Ihnen werden den vielleicht schon kennen, andere nicht. Und deswegen haben wir ein Slide ganz am Anfang, wo ich einmal kurz ein bisschen was dazu sage, was der KI Campus eigentlich ist. Und auf einen Blick ganz kurz, der KI Campus ist eine Lernplattform für künstliche Intelligenz. Da kann man alles rund um das Thema künstliche Intelligenz lernen. Das heißt von Einstiegskursen, Einführungen in die KI bis tatsächlich auch domänenspezifischen Kursen, die in alle möglichen Fachrichtungen reingehen. Und wir bieten Online-Kurse, Videos und auch Podcasts, zum Beispiel den Podcast KI kapiert. Und ja, aber der größte Output geschieht, glaube ich, bei uns über die Online-Kurse. Und die gute Sache daran ist, dass es kostenlos und offen lizenziert ist. Das heißt, man kann es selber weiter nutzen. Man kann natürlich sich selbst weiterbilden, aber das auch in die Hochschullehre mit reinnehmen oder auch an Schulen anwenden. Wir haben auch einen großen Schulenfokus. Ich habe euch und Ihnen auch einen QR-Code mitgebracht auf die Seite zum KI-Campus. Genau, wenn Sie oder ihr euch das im Nachhinein gerne anschauen wollt, könnt ihr auf ki-campus.org gehen und einfach mal durch die Kurse durchschauen oder euch die Podcasts anhören. Genau, das ist so der Hintergrund, das KI Campus als Lernplattform. Und wir sind hier heute als Forschungskolleg oder als Vertreterinnen vom Forschungskolleg dort. Und da ist natürlich die Frage, warum hat der KI Campus eigentlich einen Forschungskolleg ins Leben gerufen? Und als wir uns, als wir das Programm aufgezogen haben, haben wir uns gedacht, es braucht einen wissenschaftlichen Austausch zum Thema KI-Kompetenz und gerade auch bei dem Thema, das wir heute in diesem Talk haben. Und das Ganze und zwar über Fachgrenzen hinweg. Das heißt, dass wir verschiedene Leute vernetzen aus ganz Deutschland mit verschiedenen Fachhintergründen, die am Thema KI-Kompetenzen und wie wir in der Gesellschaft damit umgehen, arbeiten. Der zweite Punkt ist ein wissenschaftlicher Diskurs, den wir natürlich anregen wollen und voranbringen wollen, und sehr gerne auch mit Externen. Das heißt, wir freuen uns natürlich heute auch, dass ihr und sie, dass sie auch später ein bisschen Input geben, Fragen stellen, damit wir in den Diskurs mit ihnen kommen können. Und zu guter Letzt ist das für den KI-Campus natürlich auch förderlich, so viele schlaue Leute und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Forschungskolleg zu haben, um die Erkenntnisse, die wir aus der Forschung gewinnen können, tatsächlich auch in die Weiterentwicklung der Lernplattform einfließen lassen zu können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass zwischen Wissenschaft und Produkt das viel, viel stärker verknüpft werden muss. Und dafür ist auch das Forschungskolleg da. Ich stelle einmal ganz kurz, ich werde nicht alle Namen davon sagen. Entschuldigung, ich werde nicht alle Namen davon sagen, aber ganz kurz einfach nur, wir sind das Forschungskolleg und wir bestehen aus 15 Forschenden von verschiedensten Einrichtungen, aus verschiedenen
Forschungshintergründen. Also zum Beispiel haben wir hier ganz oben Johannes Schleiß, der die Einleitung gemacht hat aus den Ingenieurswissenschaften aus Magdeburg, oder Nils Knoth, der heute auch dabei ist, aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie von der Universität Kassel. Ganz viele hier auch noch mit auf der Folie. Auf der nächsten Folie sind dann noch die anderen Forschenden, zum Beispiel Katharina, die zweite von unten, vom KIT ist auch mit dabei, die aus dem Bereich Mathematik, Didaktik kommt. Und uns ist einfach wichtig, dass das Forschungskolleg verschiedenste Leute aus verschiedenen Fachrichtungen, aber auch von verschiedenen Standorten in Deutschland zusammenbringt. Und dafür ist das Forschungskolleg da, und wir wollen heute auch ein bisschen was von unserer Arbeit schon mal vorstellen. Ihr seht hier auch links nochmal den QR-Code, das heißt, wir haben eine Website, ihr könnt euch alle Forschenden nochmal in Ruhe anschauen. Um aber ein bisschen was auch von euch zu hören, haben wir euch eine Frage mitgebracht, die ihr sehr gerne auch im Chat beantworten könnt. Und zwar, was uns natürlich brennend interessiert ist, welche Frage rund um KI-Bildung dich momentan am meisten beschäftigt. Und ich würde euch da gerne so 30 Sekunden geben, dass ihr das einmal in den Chat bitte reinschreibt. Super. Und dann würde ich nämlich auch im nächsten Punkt schon an meinen Kollegen Nils übergeben. Ja, gerne. Vielen Dank für diese Einführung, Raphael. Genau. Was ist eigentlich eine KI-kompetente Gesellschaft? Ich möchte so ein bisschen zeigen, wie wir uns als Forschungskolleg dieser Frage widmen und wie wir daran arbeiten und forschen. Einmal gerne weiter. Im Grunde haben wir nämlich drei Forschungsschwerpunkte im Forschungskolleg. Und das ist einmal KI-Kompetenzen definieren, KI-Kompetenzen messen, also messbar machen, Messinstrumente entwickeln und KI-Kompetenzen fördern durch die Erstellung und den Einsatz von Bildungsmaterial. Ich möchte jetzt stellvertretend für den Bereich KI-Kompetenzen messen eine aktuelle Forschungsarbeit von uns vorstellen, nur sehr exemplarisch, aber bei Interesse können Sie die natürlich gerne noch vertieft lesen. Genau. Einmal gerne weiter. Genau, diese Arbeit heißt Developing a Holistic AI Literacy Assessment Matrix, Bridging Generic, Domain-Specific and Ethical Competencies. Das Ganze können Sie bei Computers in Education Open im Open Access lesen. Über diesen QR-Code kommen Sie dorthin. Ich kann auch später sonst gerne den Link nochmal teilen. Und ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Einmal gerne weiter. Wir haben uns erstmal angeschaut, was gibt es bisher in der KI-Kompetenz-Messinstrument-Landschaft und wo liegen Forschungslücken? Es gibt schon einige Fragebögen, mit denen man KI-Kompetenzen messen kann. Das sind aber eben meistens selbstberichtete Fragebögen. Das heißt, es fehlen uns objektive Daten darum, wie es um die KI-Kompetenzen verschiedener Gesellschaftsgruppen bestellt ist. In den meisten Fällen sind das eben diese selbstberichteten Fragebögen. In selteneren Fällen gibt es mittlerweile auch wissensbasierte Tests, also zum Beispiel in einem Multiple-Choice- oder Quiz-Format. Aber es wird sehr schnell offensichtlich, dass es im Grunde immer um kognitive, wissensbezogene Aspekte geht. In selteneren Fällen auch um einstellungsbezogene Aspekte, aber eigentlich nie um KI-kompetentes Verhalten. Und im Sinne einer Handlungskompetenz wäre aber auch wichtig, KI-kompetentes Verhalten messbar zu machen und Aussagen darüber zu treffen, ob Personen tatsächlich in der Lage sind, zielführende Mensch-KI-Interaktionen anzustoßen. Außerdem wird auffällig, dass es hauptsächlich um generische KI-Kompetenzen für Nicht-ExpertInnen geht, also eine sehr basale Ebene von KI-Kompetenz, aber zum Beispiel domänenspezifische KI-Kompetenz, also das in einen konkreten beruflichen Bereich auch zu implementieren, und auch KI-Ethik-Kompetenzen, die der gesellschaftlichen Breite des Themas gerecht werden, fallen so ein bisschen runter. Und diese Forschungslücken, den haben wir uns angenommen, indem wir unsere KI-Kompetenz-Matrix entwickelt haben. Das ist unser Vorschlag für künftige Instrumententwicklungen im Bereich von KI-Kompetenz, wo wir drei Kompetenztypen unterscheiden wollen, nämlich einmal weiterhin diese generischen KI-Kompetenzen, domänenspezifische KI-Kompetenzen, die halt deutlich professions- und kontextbezogener sind, und KI-Ethik-Kompetenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kompetenzdimensionen Kognition, Wissen, Verhalten, Fähigkeiten und Einstellungen, Werte zu differenzieren.
Das heißt, wir hatten am Ende im Grunde so eine Tabelle entwickelt. Du kannst einmal weiterklicken, Raphael. Genau, so ein 3x3-Raster, worin wir verschiedene Kompetenzaspekte einer ganzheitlichen KI-Kompetenz verorten würden. Wie wir genau jetzt diese unterschiedlichen Kompetenztypen definiert haben, werde ich in dem Folgenden kurz darstellen. Die generische KI-Kompetenz, darunter verstehen wir ganz grundlegende KI-Kompetenzen, die im Grunde jede Person, also wirklich die Breite der Gesellschaft besitzen sollte, um in einer KI-gestützten Welt souverän agieren zu können. Das sind universelle Schlüsselkompetenzen für vielfältigste Aufgabensituationen und KI-Interaktionen. Das heißt, da geht es nicht nur darum, zu verstehen, wie funktioniert ChatGPT, wie kann ich das einsetzen, sondern vielleicht auch, wie funktioniert algorithmisiertes Ranking in Suchmaschinen, welchen Einfluss haben Recommender Systems in meinen Entertainment- oder Konsumanwendungen. Und im Grunde geht es darum, Personen zu befähigen, 4 Fragen zu beantworten, nämlich KI zu verstehen, also was ist KI ganz grundsätzlich, KI zu monitoren, also was kann KI und was kommt vielleicht auch an neuen Funktionalitäten da hinzu, da so ein bisschen den Überblick zu behalten. Wie kann ich effektiv mit KI umgehen, also welche Tools gibt es und wie kann ich die einsetzen und diesen Einsatz aber auch kritisch zu reflektieren, also wie sollte KI eingesetzt werden, wofür sollte ich das eben einsetzen und wofür vielleicht auch eben nicht. Das betrachten wir als generische KI-Kompetenz. Im Kontrast dazu ist eine domänenspezifische KI-Kompetenz die Fähigkeit zur Verknüpfung von KI-Verständnis mit einem Verständnis der spezifischen Anforderungen eines beruflichen Bereichs. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Lehrkraft, die Wissen über Didaktik und Pädagogik hat und ein Grundverständnis von KI, die könnte das beides zusammenbringen, wenn sie domänenspezifische KI-Kompetenz hat, um eben KI zielführend in ihrem Bereich einzusetzen. Und im Grunde soll diese domänenspezifische KI-Kompetenz 3 Dinge ermöglichen, nämlich das Erkennen und Lösen von potenziellen Anwendungsfällen von KI in meinem beruflichen Feld, ein Wissen und eine Bewertung der Daten in der Domäne, in der ich arbeite, und auch die Auswirkungen des Einsatzes von KI in diesem Bereich. Genau, und diese Beispiele, wir hatten durch unsere interdisziplinäre Zusammensetzung in dem Paper die Beispiele Medizin, Ingenieurswesen und Bildung gegenübergestellt. Also wenn Sie da Interesse dran haben, kann ich Ihnen empfehlen, da nochmal reinzuschauen und das in der Tiefe noch mehr zu begreifen, was dieses Domänenspezifische eigentlich ausmacht. Und als Drittes hätten wir die KI-Ethikkompetenz, wo es darum geht, Kritik und Bewertung von KI in der Gesellschaft zu verankern, also einen gewissen Diskurs auch überhaupt möglich zu machen, sich dort einzubringen, Positionen zu entwickeln zu ethischen Fragestellungen. Und das betrachten wir als gleichermaßen wichtig für ExpertInnen und Nicht-ExpertInnen, also durch die gesamte Bandbreite an KI-Kompetenzen und Fähigkeiten ist KI-Ethik-Kompetenz wichtig. Und das umfasst eine ganze Reihe von Dingen. Genau, das sind Sachen wie Datenschutz, Diversität, Bias in solchen Modellen, Transparenz, Erklärbarkeit, diese ganze Reihe an Themen, die teilweise diskutiert wird, aber die wir eigentlich noch mehr ins Zentrum von Diskussion rücken müssen und gewissermaßen Personen dazu befähigen sollten, einen ethischen Standpunkt zu entwickeln, diese KI-Ethik-Kompetenz zu entwickeln. Ja, kannst einmal weiterklicken, Raphael. Das ist diese Matrix, die wir dann einmal ausgefüllt haben. Im Sinne von Messinstrumenten haben wir hier für jeden der Abschnitte 2 Items, also mögliche Fragen entwickelt, die man in einem Messinstrument verwenden könnte. Und das können Sie dann nochmal selber überprüfen. Aber das zeigt so ein bisschen die Differenzierung von diesen generischen KI-Kompetenzen im Vergleich zu verschiedenen domänenspezifischen und der KI-Ethik-Kompetenz auf den Ebenen Wissen, Verhalten und Einstellung. Genau, du kannst einmal weiterklicken. Das sprengt jetzt etwas den Rahmen, wenn wir uns das in Ruhe anschauen. Aber es ist so ein kurzer Einblick, was wir da eigentlich entwickelt haben. Genau, einmal weiter. Und die Frage ist, was bringt uns das jetzt im Grunde? Oder was können wir mit dieser KI-Kompetenz-Matrix machen? Eigentlich verfolgt das 3 Ziele oder vielleicht sogar noch ein paar mehr. Aber im Grunde geht es erstmal darum, Impulse zu setzen, KI-Bildung und auch KI-Kompetenz holistisch zu betrachten. Also es ist uns wichtig, nicht nur wissensbezogene Aspekte und Wissen über KI zu fördern, sondern auch Einstellungen zu kultivieren und auch KI-kompetentes Verhalten zu fördern und messbar zu machen. Wir wollen domänenspezifische KI-Bildung in den Fokus rücken, um KI auch wirklich in professionellen Kontexten und verschiedenen Studienfächern zu integrieren. Und man kann auch die Matrix nutzen, um Bildungsangebote im Sinne eines Constructive Alignments lernzielorientiert zu gestalten. Und auf Seite der Forschung geht es jetzt weiter damit, dass wir uns eben solche domänenspezifischen Messinstrumente anschauen wollen, sowas entwickeln möchten
und auch verhaltensbasierte KI-Kompetenzmessinstrumente weiterentwickeln wollen. Genau, das nur als ganz kurzen Einblick in diesen Zweig unseres Forschungskollegs. Es geht jetzt weiter mit KI-Bildung. Genau, dankeschön. In den Abschnitt darf ich einsteigen. Oh, ich höre mich doppelt. Nils, machst du dich mal aus, bitte? Dankeschön. Genau, die Frage, wie wollen wir eigentlich eine KI-kompetente Gesellschaft fördern? Und irgendwie alle einzelnen Teilnehmenden von unserem Forschungskolleg haben natürlich selber auch den Wunsch, KI-Bildung zu fördern, auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen, das, was Nils gerade schon vorgestellt hat, haben wir irgendwie das Ziel, KI-Kompetenzen zu beschreiben und auch irgendwie messbar zu machen. Die Anwendung und der Transfer sind aber natürlich auch ein großer Teil. Das heißt, wir wollen KI-Bildung selber betreiben, als Einzelpersonen, aber auch gesamt betrachtet als Kolloquium und vor allem natürlich auch im Hinblick auf den KI-Campus diesen Transfer schaffen. Also wir wollen anderen dabei helfen, KI-Bildung selber zu betreiben. Und da spielt natürlich der KI-Campus selber die große Rolle. Und im Kontext des Kolloquiums haben wir uns dann aus neben dem Projekt, was Nils gerade vorgestellt hat, noch mit einem zweiten Projekt beschäftigt und da eine Umfrage ausgewertet oder eine Fallstudie dazu, welche Rolle eigentlich OER-Materialien, die der KI-Campus ja zur Verfügung stellt, dabei spielen können, die Leute dabei zu unterstützen, selber KI-Bildung zu betreiben. Und das Paper dazu, dessen Titel Sie hier angegeben sehen, ist aktuell in Review, unten die beteiligten Forschenden. Und ich will einmal kurz vorstellen, worum es in diesem Paper gehen soll. Und zwar ist da eine Fallstudie eben durchgeführt worden zur Nutzung der einzelnen Teile des KI-Campus, also der unterschiedlichen Lerninhalte. Diese Fallstudie wurde durchgeführt anhand eines Fragebogens für die Lehrenden. Das heißt, da haben Lehrende teilgenommen, die in irgendeiner Form KI-Campus-Materialien in ihre Lehre einbinden. Und die haben da in neun Kategorien eben quasi preisgegeben, wie sie das eigentlich machen, in welchem Format, wie gut sie das finden und diverse Möglichkeiten gehabt, auch zurückzumelden, was sie gerne anders hätten. Und da haben insgesamt fast 600 Leute teilgenommen an dieser Fallstudie. Ausgewertet wurden am Ende 260 ausgefüllte Fragebögen, die quasi komplett vollständig waren und auch auf die Umfrage passend. Und die Highlights quasi aus dieser Auswertung haben wir hier einmal kurz mitgebracht. Das ist zum einen, dass aus der Umfrage klar wird, und das ist für uns natürlich auch super wichtig und glaube ich auch gesamtgesellschaftlich betrachtet, dass diese OER-Materialien auch für Lehrende ohne Expertise in ihrem KI-Unterricht eingesetzt und sinnvoll genutzt werden können. Ohne Expertise ist hier jetzt natürlich sehr hart formuliert, aber es dürfen, sollten, können eben mit diesen Materialien viele Lehrende dabei unterstützt werden. Und es ist nicht wichtig, dass die speziell in einem Bereich schon sich tief eingearbeitet haben. Und was ist ein weiteres Ergebnis? Wir haben kleine digitale Formate, sind wichtiger als vollständige Kurse. Das bedeutet, dass der KI-Campus bietet ja diese großen Kurse an und man kann aber die natürlich auch modular verwenden. Wir haben außerdem noch die Podcasts beispielsweise und die kleinen Formate werden von den Leuten besser angenommen als die großen Formate. Und nicht überraschend, aber doch nachweisbar ist, dass die Lernszenarien in Präsenz für die Schule besser geeignet sind und die Blended-Szenarien für die Hochschule besser. Und was auch ein interessantes Ergebnis ist, dass die Inhalte, also die qualitativ hochwertigen Inhalte, wichtiger sind als diejenigen, die Inhalte erstellt haben, ne? Also die Inhalte werden ja von unterschiedlichen Hochschulen, von unterschiedlichen AkteurInnen auf dem KI-Campus zur Verfügung gestellt und sind ein paar eigene Formate dabei, es sind ein paar quasi bereits vorhandene Formate eingebunden in den KI-Campus und hier ist ganz wichtig, dass das eben richtig gute Formate sind und nicht so wichtig, wer die jetzt eigentlich am Ende erstellt hat. Genau, was bedeutet das für uns? Content is king, ich habe es gerade schon gesagt, also wir brauchen viele gute Inhalte, wir brauchen kleine Formate, die irgendwie anpassbar sind auf unterschiedliche Lernszenarien und
was uns weiter beschäftigt an der Stelle, ist ja, wie können wir jetzt eigentlich noch mehr Lehrende damit erreichen, weil die Studie eben gezeigt hat, dass ganz viele unterschiedliche Menschen diese Inhalte nutzen können und die auch weiter verbreiten können. Und das ist natürlich auch unser Ziel. Und nächste Rolle natürlich auch als Leute, die sich mit KI beschäftigen, wichtig, wie können eigentlich KI-Tools selber beim Erstellen der Inhalte genutzt werden. Das ist aber dann eher ein Blick in die Zukunft an der Stelle. Dann Johannes. Ja, vielen Dank. Genau, dann kommt jetzt die Frage, und nun, so was können wir jetzt ein bisschen daraus ein Fazit ziehen? Und wir haben versucht, zur vierten Mal zusammenzufassen, okay, was können wir jetzt aus diesen zwei Studien vielleicht schon mal kurzfristig lernen? Genau, klick mal direkt den ersten Punkt. Also ich glaube, was sehr wichtig ist zu betonen, ist dieser Aspekt, den Nils ja auch gehighlightet hat, KI-Kompetenzen messen, ist einfach eine wichtige Grundlage, weil je mehr wir verstehen, was heißt eigentlich KI-Kompetenzen, desto besser können wir eben auch verstehen, okay, welche Formate braucht es dafür und auch vergleichen. Also wenn wir eine Messung vornehmen können, können wir auch vergleichen und sagen, okay, vielleicht sind Projekte gut, vielleicht sind es ja doch die Vorlesungen, kann ja auch sein, aber ohne Messung keine Aussage. Der zweite Punkt, den Katharina so angeschnitten hat, offene Lernressourcen als also OER, wir hatten es vorhin kurz die Abkürzung, könnten ein spannendes Element sein, muss man natürlich jetzt nochmal genauer hinschauen, weil die Umfrage haben wir halt im Kontext des KI Campus gemacht und auch geteilt. Das heißt, das sind Personen, die halt mit dem KI Campus schon arbeiten, dementsprechend auch gewisse, den KI Campus wahrscheinlich auch gut finden, wenn sie bereit sind, hier an der Umfrage teilzunehmen. Das heißt, man muss auch nochmal genau hinschauen, aber die Tendenz zeigt schon, dass gerade in diesem Kontext von, wie können eigentlich Nicht-Expertinnen in ihre fachspezifische Lehre oder so eben KI als Thema mit einbinden, dass da offene Lernressourcen eigentlich eine ganz spannende Möglichkeit sind, weil man eben ein bisschen den Vorteil hat, dass man sich auf die Qualitätssicherung von anderen verlassen kann und vielleicht auch eben auch die Möglichkeit, die Inhalte schneller und gemeinsam zu aktualisieren, weil wir sind uns allen bewusst, dass die Dynamik und die Geschwindigkeit aktuell sehr hoch ist und es ist sehr schwer, immer wieder die Kurse zu aktualisieren. Und ich denke, dass da offene Lernressourcen auch spannend sind. Und zu guter Letzt ist der interdisziplinäre Austausch für uns auch so eine, ich glaube jetzt eher so als Gruppe auch eine spannende Sache, weil wir eben gemerkt haben, okay, wir kommen hier zusammen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, kamen alle eigentlich mit unserem Forschungsprojekt hier rein, ganz motiviert, neue Leute kennenzulernen und haben dann auch gemerkt, wie die Realitäten oder auch die unterschiedlichen Perspektiven aufeinandertreffen. Also nur als Beispiel, ich komme jetzt eher aus dem Ingenieursbereich mit ein bisschen Fokus auf Ingenieursdidaktik. Wenn ich jetzt mit Nils mich unterhalte, kommen wir zu ganz anderen Diskussionen und müssen auch sehr oft auch erstmal klären, okay, was verstehen wir jetzt eigentlich oder reden wir gerade über das gleiche Konzept? Und da kommen eben, glaube ich, sehr spannende Erkenntnisse und da kann ich, denke ich, nur alle auch dazu motivieren, diese interdisziplinären Austausche auch zu suchen. So, gehen wir weiter. Wichtig ist zu sagen, zu einer KI-kompetenten Gesellschaft werden wir jetzt nicht nur kommen, weil es dieses Forschungskolleg gibt, sondern ich sehe jetzt gerade aktive Teilnehmende 144. Wir müssen das gemeinsam angehen und wir haben mal ein paar Ideen mitgebracht, was man da so machen könnte. Also zum einen natürlich auch mit uns zusammenzuarbeiten, muss jetzt nicht nur mit uns sein, aber generell KI-Kurse von Forschenden begleiten zu lassen oder auch selber Forschung an KI-Kursen zu tun und diese auch zu berichten in die Community. Ich glaube, das ist so ein Thema, da verstehen wir noch nicht genug, was funktioniert, was funktioniert nicht und müssen einfach auch über diese Iterationen uns dem Thema annähern. Der zweite Punkt ist, hatte ich auch schon angesprochen, mit den offenen und freien KI Campus Content, vielleicht auch anderen Content. Wir können oder Sie können als Lehrende das einfach gerne auch mal ausprobieren. Wie wäre es jetzt, wenn ich vielleicht mal eine
Flipped Classroom-Konzept ausprobiere und hier Inhalte von anderen Personen nehme. Wie fühle ich mich das dabei? Was macht das mit den Studierenden? Funktioniert das? Funktioniert es auch nicht? Kann auch sein. Und der dritte Punkt ist, wir alle fungieren als Multiplikatoren. Wir sind jetzt hier mit 144 dann immer noch ein zwar großer, aber eigentlich im Gesamtkosmos der Hochschule ein kleiner Kreis von Leuten, die sich jetzt für dieses Thema interessieren und begeistern. Deswegen erzählen Sie es auch gerne weiter und gehen Sie in den Diskurs. Ich glaube, vor allem auf der Fachebene müssen wir uns viel stärker noch damit beschäftigen, was passiert eigentlich gerade, welche Auswirkungen hat KI als Technologie auf unser Fachwissen und das eben in Studiengänge auch zu übertragen. So, jetzt haben wir noch einen QR-Code. Das ist einfach nur die Idee oder der Hinweis, wenn Sie möchten. Wir bauen jetzt gerade so eine Art Newsletter auf. Ich packe es auch nochmal in den Chat. Wenn Sie quasi sich da anmelden möchten, kriegen Sie in, ich sag mal, unregelmäßigen Abständen wahrscheinlich nochmal Updates. Hier ist vielleicht nochmal ein interessantes Paper rausgekommen oder hier können Sie an der Studie teilnehmen, solche Sachen. Wenn Sie da auch kein Interesse haben, ist auch alles fein. Sie können auch individuell mit uns in Austausch treten. Genau, dann kommen wir zum Abschluss unserer Präsentation. Hier nochmal alle Namen und der Link zum Forschungskolleg. Und wenn ich jetzt richtig auf die Zeit geschaut habe, haben wir noch so 3 Minuten für Fragen. Also gerne auch im Chat die Fragen und im Nachgang sind wir, denke ich, auch noch kurz da.